Wir kommen heute zum chinesischen Horoskop, die Schlange. Die Schlange ist das sechste Tierkreiszeichen und gibt auch einige Rätsel auf. Manipulierend und mysteriös ist es ihr möglich, ihre Gegner zu Freunden zu machen. Ihr Charakter ist zurückhaltend und kühl. Aber sie entwickelt auch Charme in einer distanzierenden Klasse. Vor Konfrontationen zieht sie sich zunächst zurück. Empfindlich und beobachtungsstark schlägt sie später, wenn es nötig ist, zurück. Diese Empfindlichkeit kann die Schlange auch positiv verwenden, wenn es um die Bedürfnisse anderer geht. Sie ist friedlich, doch wenn man sie reizt, reagiert sie manipulativ. Einem luxuriösen Leben ist sie durchaus nicht abgeneigt. An ihren Partner stellt sie anspruchsvolle Herausforderungen. Eine Beziehung unter ihrem Niveau, na, das geht schon mal gar nicht. Das geht sie nicht ein. In der Liebe ist die Schlange eine Meisterin der Verführung. Mit dem Erstbesten gibt sie sich nicht zufrieden. Exotisch wartet sie lieber auf den passenden Partner. Ihre Gefahrenquellen sind Eifersucht und Eitelkeit. Die Prognose für 2018 ist, dass die Schlange auf der Suche nach einer Beziehung ist. Ihre romantischen Wünsche verfolgt sie mit ganzem Herzen. Bei der Schlange wird es in ihrem Leben immer wieder Widersprüche geben. Trotz ihrer emotionalen Stärke und Leidenschaft zu ihrem Partner bemüht sie sich aber auch außerhalb ihrer Beziehung. Nun Karriere und Beruf. Im Beruflichen zeigt sie ihre Willensstärke mit ihrem großen Verantwortungsbewusstsein. Intelligent löst sie ihre Herausforderungen. 2018 wird für die Schlange ein schwieriges Jahr. Mit ihrer Eigenwilligkeit am Arbeitsplatz wirkt sie auf ihre Kollegen wie eine Bedrohung. Sie ist in der Lage, andere zu überzeugen und kann ihre Ideen wunderbar durchsetzen. Das gelingt ihr nur, wenn sie nicht aufdringlich wird oder verletzend ist. Um Konflikte zu vermeiden, schafft sie es damit, indem sie eine harmonische Atmosphäre schafft. Jetzt zur Gesundheit. Die Schlange sollte 2018 ihre Gesundheit auffüllen und sich nicht weiter im Kreis drehen wie bisher. Ihr gesundheitliches Wohlergehen sollte an erster Stelle stehen. Kein Zählen mehr der Kalorien, sondern Nährstoffe wie Fette und Zucker zu sich nehmen. Doch das in Maßen, wohl bemerkt. Obwohl sie keine sportlichen Betätigungen liebt, geht sie ins Fitnessstudio. Hier muss sie aufpassen, dass sie das nicht übertreibt. Stattdessen geh mal wieder mit deiner Liebsten oder mit deinem Schatz in ein gutes Restaurant und verwöhnt euch mit einem guten Essen. Und Geselligkeit auf der Couch kann Ruhe bedeuten und von hohem Genuss sein. Das ist gut für die Seele und den Körper. Das nächste Tierkreiszeichen ist der Pferd. Bis dahin herzlichst eure Deria.